Die elektronische Gesundheitskarte wird 2026 nicht abgeschafft. Die Gesundheits-ID, also die smartphone-basierte Möglichkeit, sich an Anwendungen des Gesundheitswesens anzumelden, ist ein ergänzendes Angebot zur EGK. Gerade für Menschen, die kein Smartphone besitzen oder das nicht zur Verwendung der Gesundheits-ID verwenden wollen, ist es wichtig, dass es die elektronische Gesundheitskarte in Zukunft zusätzlich zur digitalen Identität im Gesundheitswesen weiterhin geben wird.